jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. Heute vor 34 Jahren, am 3. Oktober 1990, wurde die staatliche Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland vollzogen. Die fünf frisch gegründeten ostdeutschen Bundesländer traten der alten Bundesrepublik bei. Das alleine zeigt schon, dass sich für Ostdeutschland alles änderte, für den Westen ziemlich wenig. Mit genügend Geld werde sich der Osten nun dem Westen angleichen. Das war lange die Vorstellung der westdeutsch geprägten Regierungen. Jetzt, 34 Jahre später, auf den Feierlichkeiten zur deutschen Einheit in Schwerin, stellt die Politik fest, vieles ist besser geworden, aber vollendet ist die Einheit nicht. Bernd Mosebach berichtet aus Schwerin. Ein Selfie mit dem Staatsoberhaupt, auch das ist heute möglich auf den Straßen Schwerins. So, den Gruß an die Oma und herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Drei Tage Volksfest, der Feiertag ist der Höhepunkt. Die deutsche Einheit, für viele hier Grund genug zur Freude. Was ein Glück. Ich stelle mir immer die Frage, wie würde die DDR aussehen, wenn wir die Einheit nicht gehabt hätten? 30 Jahre in dem Zustand. Wir können nur daraus lernen und eine friedliche Wertschöpfung, eine friedliche Vereinigung geschafft. Von den anderen Ländern ja gar nicht, da hat es immer geknallt und hier nicht. Wäre schade, wenn wir das zerreden würden. Das erreichte Zerreden, die errungene Demokratie aufs Spiel setzen, diese Sorge zieht sich wie ein roter Faden durch den Tag. Auftakt der ökumenische Gottesdienst im Schweriner Dom. Die Kirchengemeinden waren eine Keimzelle der friedlichen Revolution, auch in Schwerin. Wir lassen den Dingen doch nicht einfach ihren Lauf. Und wir lassen uns auch nicht wieder wegnehmen, wofür Menschen auch aus diesem Dom vor 35 Jahren auf die Straße gegangen sind. Der Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater, Begrüßung auf Platt. Der Start in das vereinte Land war für viele Ostdeutsche ein schwieriger. Der Kanzler erinnert daran. Für Millionen war der Umbruch in den Jahren nach der Einheit vor allem ein Zusammenbruch. Ein Zusammenbruch ihres gesamten bisherigen Lebens, so wie sie es gekannt und gelebt hatten. Das darf niemals vergessen oder unter den Teppich gekehrt werden. Gastgeberin Manuela Schwesig zieht eine überwiegend positive Bilanz. Vieles sei erreicht worden, etwa bei der Angleichung der Lebensbedingungen. Was sie gefährdet sieht, ist der Zusammenhalt. Die harte Polarisierung, die wir in der politischen und gesellschaftlichen Debatte, auf den Straßen, im Netz bis hin zu Diskussionen bei Familienfeiern erleben, tut unserem Land nicht gut. Wir müssen wieder stärker zusammenfinden. Der Stargast der Feierlichkeiten ist Roland Kaiser. Für ihn ist der 3. Oktober vor allem ein Fest der Demokratie. Wenn man bedenkt, dass es nur 24 vollständige Demokratien auf der Welt gibt, wir leben in einem dieser Demokratien, das ist noch ein Grund zu feiern, finde ich. Wir sind in einem Leben in einem schönen Land und dürfen das mal laut sagen. Ich glaube, es geht schon wieder los. Und so hat der Schlagerkönig das letzte Wort an diesem 3. Oktober. Dass man so total den Halt verliert. Das Zusammenwachsen von Ost und West wird immer wieder an der wirtschaftlichen Entwicklung gemessen. Da gibt es strahlende Leuchttürme wie das Tesla-Werk in Brandenburg oder die geplante Chipfabrik in Dresden. Insgesamt aber bleiben die Unterschiede groß. Der Westen lebt von einem starken Mittelstand, der Osten ist eher eine Arbeitnehmergesellschaft. Im Westen werden Immobilien vererbt, im Osten haben Haushalte im Durchschnitt nur halb so viel Vermögen wie in Westdeutschland. Unsere Reporterin Katja Fuchs hat in Ilmenau ostdeutsche Firmengründer getroffen, die die Chance zum Neustart genutzt haben. Drei Ingenieure, eine Dreiraumwohnung. Das erste Büro der BN-Automation in Ilmenau 1990. Der Start war tatsächlich beim Dr. Bonitz im Wohnzimmer. Es wurde noch mit Ost, nicht mit D-Mark gezahlt. Fast von Beginn an mit dabei der jetzige Vorstandsvorsitzende Stefan Schneider. 1990 ist etwas gestartet worden, was heute nach 34 Jahren etwas ganz anderes, etwas viel Größeres ist. Und das macht einen natürlich stolz. 30 Millionen Euro Jahresumsatz, 166 Mitarbeitende. Sie bauen Schaltanlagen in der ganzen Welt, automatisieren Arbeitsabläufe. Macher, Leute, die anpacken, seien sie hier, sagt Schneider.
Sie gehören zu den Mutigen, die ihre Chance genutzt haben. Ein Gründerboom, der bis heute nachhallt. Die ostdeutsche Wirtschaft legt in den vergangenen 34 Jahren einen beispiellosen Aufstieg hin. Als wir die Einheit bekamen, war das Arbeitsproduktivitätsniveau in den neuen Bundesländern etwa bei 30% dessen, was wir in Westdeutschland damals beobachtet haben. Und heute liegen wir bei 80-85%. Das ist also ein sehr gewaltiger Aufholprozess. Doch der Preis am Anfang hoch. Die kaputte DDR-Wirtschaft wird oft abgewickelt. Millionen Jobs gehen verloren. Seit 1991 ziehen 1,2 Millionen Menschen weg. Die Bevölkerung schrumpft. Die Wunden? Bei vielen Menschen bis heute immer noch nicht verheilt. Das Gefühl, abgehängt zu sein, immer noch da. Der Westen hat einen größeren Rückhalt wie der Osten. Weil der Westen hat die 40 Jahre, wo DDR war, hat der Westen aufgebaut. Die haben sich was geschaffen. Wenn ich das so sagen dürfte, sind das die 30 Jahre Wartezeit für die Ostbürger, dass wir endlich den Einheitslohn haben. Gefühlte Einheit, aber noch lange keine Einheitlichkeit. 15,9% weniger Verdienst im Osten, noch immer. Und auch immer noch gehen zu viele Junge in den Westen. In Ostdeutschland ist ein besonderes Hemmnis die Alterungsstruktur und die Bevölkerungsdynamik. Dadurch, dass die Bevölkerung eben im Durchschnitt relativ alt ist, scheiden auch viele Menschen aus dem Erwerbsleben aus. Und das führt dazu, dass die Unternehmen es immer schwerer haben. Eine neue Herausforderung, wieder mal. 34 Jahre nach der Einheit, auch für BN-Automation in Ilmenau. Ältere Leistungsträger bei uns werden auch irgendwann in Rente gehen. Und das funktioniert nur, wenn man das Wachstum und das Gewinn junger Leute auch im Griff hat. Deshalb investieren sie hier nicht nur in neue Technik, sondern sind familienorientiert und fördern die Beteiligung ihrer Mitarbeitenden, damit die bleiben und eine Perspektive haben, so wie die Gründer 1990. Ja, investieren, damit die Leute bleiben. Die Abwanderung besonders junger Menschen aus Ostdeutschland ist nur ein Problem, das zur Ungleichheit zwischen Ost und West führt. Darüber wollen wir reden mit Steffen Mau, Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Uni und Kenner und Erforscher der ostdeutschen Gesellschaft. Sein Buch Ungleich vereint hat auch der Kanzler gelesen. Zumindest hat er heute daraus zitiert. Guten Abend, Herr Mau. Guten Abend, Frau Gerlinek. Sie haben beschrieben, wie ungleich Ost und West immer noch sind. Mehr noch, dass sich die ostdeutsche Abgrenzung eher noch verfestigt, verstärkt. Auch bei jungen Leuten, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben. Woran liegt das? Ja, wir haben wahrscheinlich unterschätzt, dass sich doch im Laufe der 40 Jahre zwei Teilgesellschaften herausgebildet haben. Und dass 1990 mit der Wiedervereinigung das auch nicht zu Ende war, sondern dass auch danach sehr unterschiedliche Entwicklungen da waren. In Ostdeutschland eine ökonomische Talfahrt, auch mit sozialen Flurschäden. Und im Westen, ja, da ging es im Prinzip so weiter. Und dann haben sich einige Strukturen verfestigt, die auch nicht so schnell wieder weggehen. Wir haben auch natürlich einen Erfolge der Wiedervereinigung, ne? Das soll man auch nicht kleinreden. Aber andere Dinge, die werden sich nicht so schnell verändern, wie zum Beispiel die ungleiche Vermögensentwicklung. Wir sehen auch unterschiedliche Kulturen. Auch in der Demokratieentwicklung haben wir deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Jetzt kann man ja sagen, gut, die Bayern sind auch anders als die Norddeutschen. Was ist es denn, was bei Ihnen, Sie nennen das Ossifikation, wie Sie es nennen, was ist es, das Ihnen Sorgen macht an dieser Ossifikation? Ja, ich glaube, man muss wirklich unterscheiden. Es gibt einige Dinge, da würde ich sagen, das sind normale Regionalisierungsprozesse, die sind auch unproblematisch, wie eben Bayern und das Emsland nicht gleich sind. Andere Dinge, wo wir sagen, ja, Ungleichheit der Vermögen und auch der Einkommen, auch der wirtschaftlichen Strukturen, die sind politisch zu bearbeiten. Das steht ja auch im Grundgesetz, die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen. Und dann haben wir andere Entwicklungen im Bereich ja, der Demokratie, auch des Rechtspopulismus und ja, der Unterstützung für rechtsextreme Parteien. Da würde ich schon sagen, da ist eine Unwucht drin. Da sind dauerhafte Probleme, die wir eben auch politisch bearbeiten müssen. Sie beschreiben ja auch ein Gefühl der Zurücksetzung, gepaart mit Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen, Medien, Parteien. Eine Stimmung, die AfD im Osten ja bewusst schürt und ausnutzt. Warum haben eigentlich ein Drittel der Menschen im Osten kein Problem damit, eine rechte Partei zu wählen? Ja, die Parteiendemokratie ist nicht besonders gut eingewurzelt. Es gibt generell eine große Skepsis gegenüber den Parteien. Und wenn Sie sozusagen ja, Milieus haben, die zu Parteien dazugehören, auch viele Parteienmitglieder, dann
ist in gewisser Weise die Demokratie auch stabilisiert. Die Parteien sind ja auch die zentralen Orte, die zentralen politischen Akteure in unserer Demokratie. Das ist im Osten nicht der Fall. Dann gibt es eine ganze Menge Frust. Es gibt sicher auch noch einen langen Schatten der DDR, auch sozusagen der autoritären Strukturen. Und das alles kommt dann zusammen. Und die Leute sind auch sehr stark veränderungserschöpft. Und Populisten haben eben die Botschaft, alles kann so bleiben, wie es war oder wie es möglicherweise nur in der Vorstellung mal gewesen ist, und wir muten euch keine Veränderung zu. Und das ist eben in so einer Gesellschaft etwas, was auf fruchtbaren Boden trifft. Sie reden ja immer mal wieder mit dem Bundeskanzler. Wenn der Sie fragt, wie können wir denn die Menschen im Osten stärker einbinden, das Problem politisch bearbeiten, wie Sie gesagt haben, wie können wir die dazu bringen, sich stärker zu beteiligen? Was antworten Sie, Olaf Scholz? Ja, Sie haben tatsächlich recht. Ne? Also es gibt so eine Form der Nicht-Einbezogenheit in die Politik, eine große eben Distanz und auch ja Form ja, der politischen Entfremdung. Und da muss man drüber nachdenken, ob die Parteien das so leisten können. Ich bin auch dafür, dass wir demokratische Innovationen haben und zumindest mal ausprobieren. In Ostdeutschland, wie zum Beispiel Bürgerräte, das ist sicherlich kein Allheilmittel, aber das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Denn so weiter kann es nicht gehen. Wenn wir das jetzt in die Zukunft noch ein bisschen verlängern, dann sehen wir, dass die Parteien immer schwächer werden und die AfD doch stärker sich einwurzelt in Ostdeutschland. Und das wäre, glaube ich, eine ungute Entwicklung, gegen die wir dann auch Mittel finden müssen und wo wir auch darüber nachdenken können, wie wir die demokratischen Kräfte stärken. Sagt Steffen Mau, Soziologieprofessor an der Humboldt-Uni in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend am Tag der Deutschen Einheit. Dankeschön. Das Gespräch haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Und hier geht's weiter mit den Nachrichten und Gundula Gause. Trotz internationaler Aufrufe zu einer Waffenruhe und ungeachtet des iranischen Angriffs setzt Israel seine Offensive gegen die Hisbollah im Libanon fort. Nach libanesischen Angaben wurden bislang mehr als 1.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben. Im Zuge ihrer Bodenoffensive hat die israelische Armee die Bevölkerung dutzender Orte im Süden des Libanon zur Flucht aufgefordert. Immer mehr Ausländer und Libanesen verlassen das Land, auch per Schiff. Nach dem verheerenden Tropensturm Helene haben US-Präsident Biden und seine Stellvertreterin, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Harris, den Südosten der USA besucht. In South Carolina versprach Biden den Menschen erneut umfassende Hilfen. Harris war zur selben Zeit im Bundesstaat Georgia unterwegs. Gut 4 Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA spielen die Aufräumarbeiten nach den massiven Sturmschäden eine große Rolle. Die EU-Kommission verklagt Ungarn erneut vor dem Europäischen Gerichtshof wegen mutmaßlicher Verstöße gegen europäisches Recht. Mit dem sogenannten Souveränitätsgesetz verstoße Budapest gegen Grundsätze der Demokratie, der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit, so die Brüsseler Behörde. Die Kritik der EU richtet sich vor allem gegen eine ungarische Regierungsbehörde, die mögliche Einmischung und Finanzierung aus dem Ausland überwachen soll. Hunderte islamische Gemeinden in ganz Deutschland haben zum Tag der offenen Moschee ihre Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. Unter dem Motto Life Matters, jedes Leben zählt, luden sie, wie hier in Baden-Württemberg, zum Austausch ein. Interessierte konnten sich etwa die Gebetsräume ansehen und mit Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen. Der Osten oder Teile des Ostens ticken anders. Das wird man morgen auch in der FAZ nachlesen können. Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg und einer, der es werden will, nämlich der thüringische CDU-Chef Mario Vogt, haben einen Artikel geschrieben. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, sich aktiv für Verhandlungen mit Russland einzusetzen. Es ist wohl kein Zufall, dass alle drei Politiker gerade mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht über eine mögliche Regierungsbildung in Sachsen, Thüringen und Brandenburg verhandeln. Wagenknechts Anhänger demonstrierten heute in Berlin. Patricia Wiedemeyer. Mit Worten statt mit Waffen kämpfen, nie wieder Krieg. 10.000 Demonstranten forderten das heute in Berlin. Redner aller Parteien sprachen, viele von ihnen wollen mehr Diplomatie und keine Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen, allen voran Sarah Wagenknecht. Nein zu den US-Raketenplänen, nein zu Kriegen und für Verhandlungen. Der SPD-Linke Stegner wurde ausgebuht, als er die Ukraine verteidigte.
Wir haben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt. Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Doch auch er fordert Verhandlungen. Diplomatie heißt nicht, für Putin zu sein. Diplomatie ist nicht naiv, sondern Diplomatie ist notwendig. Eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands fordern heute ausgerechnet auch die zwei Ostministerpräsidenten und der CDU-Vorsitzende, die gerade mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht mögliche Koalitionen sondieren. Michael Kretschmer, Dietmar Woidke, Mario Vogt. Zitat: Wir wollen, dass das Leid der Menschen durch diesen verheerenden Krieg ein Ende hat und setzen uns für einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ein. Wir brauchen mehr diplomatische Initiativen. Das ist die letzten zwei Jahre eindeutig zu kurz gekommen. Das muss jetzt kommen. Und wir sehen, dass wir auf dem Weg mit den Waffenlieferungen, auf dem Weg, diesen Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden zu wollen, nicht weiterkommen. In Berlin waren viele von dem Artikel überrascht. Die Bundes-CDU hätte klarer betont, dass weiter Waffen geliefert werden, so der Unionsfraktionsvize Wadefuhl. Aber wenn es eine Brücke baut, in Ordnung. Die Länder müssen regiert werden. Die AfD darf auf keinen Fall beteiligt werden. Und es enthält klare Positionen, die auch der Ebene der Bundesebene entsprechen, mit denen man arbeiten kann. Ein Artikel, der Brücken bauen soll zu Sarah Wagenknecht. Ob das funktioniert, fraglich. Fragen wir nach bei Wulf Schmiese in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Wulf, guten Abend. Drei Landespolitiker schreiben einen offenen Brief zur Außenpolitik. Ist das ein Zugeständnis an die mögliche Koalitionspartnerin Sarah Wagenknecht oder steckt da noch mehr dahinter? Das ist ein Riesenzugeständnis an Sarah Wagenknecht, weil die hat das ja schon im Wahlkampf verlangt und nun wurde geliefert. Und wenn man den Satz, der auch gerade zitiert wurde, weiterliest, dann schreiben die Ministerpräsidenten hier aber, man fordert also einen Waffenstillstand und Verhandlungen unter Wahrung der Charta der Vereinten Nationen und im Geiste des Budapester Memorandums. Und das zeigt schon wieder die Trickhaftigkeit dieses Artikels, den die da geschrieben haben. Nämlich die Charta der Vereinten Nationen, die ist von 1949, die erlaubt, zur Selbstverteidigung Waffen einzusetzen. Und dafür wurde ja gerade Stegner ausgebuht, weil er das gesagt hatte. Und der Geist des Budapester Memorandums, der ist 30 Jahre alt, das war 1994, der sagt, dass die Grenzen unantastbar sind, die nach dem Zerfall der Sowjetunion gezogen wurden. Und damit eben auch die Krim zur Ukraine gehört. Also diesen Satz kann eigentlich so auch Präsident Zelensky unterschreiben. Und deswegen bleibt spannend, Anne, ob das BSW und ob Sarah Wagenknecht jetzt diesen Kotau, den die Ministerpräsidenten gemacht haben in dem Artikel, eigentlich akzeptieren wird. Wulf Schmiese war das. Danke für deine Einordnung. Unterdessen gerät die Ukraine zusehends in die Defensive. Heute traf der neue NATO-Chef, der Niederländer Mark Rutte, in Kiew ein und musste sich erstmal Kritik von seinem Gastgeber anhören. Präsident Zelensky beklagte, dass NATO-Mitglieder die Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite hinauszögerten. Russland greift gleichzeitig immer wieder die Energieversorgung und auch Wohnhäuser an. Alisa Jung ist für uns in der Ukraine. Sie greifen an, wenn die Menschen gerade schlafen. Diese Wohnanlage in Kharkiv in der Ostukraine wird in der Nacht von einer russischen Gleitbombe getroffen. Es gab eine große Explosion. Die Nachbargebäude haben gebebt. Der Alarm ging an. Ich habe aus dem Fenster geschaut und sah Rauch aufsteigen und habe realisiert, das ist das Haus meiner Mutter. Türen und Scheiben zerbersten, seine Mutter überlebt. Mehrere Menschen werden bei dem Angriff verletzt. Das ist ein Fragment einer Gleitbombe. Innerhalb von 20 Minuten hat der Feind 5 dieser Fliegerbomben von 2 russischen Bombern aus dem Ort Struitel in der russischen Region Belgorod abgeschossen. So beginnt ein Donnerstag für Menschen in der Ukraine. An diesem Donnerstag besucht auch der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte Kiew und Präsident Zelensky. Es soll ein Zeichen der Unterstützung sein, nur 2 Tage nach seinem Amtsantritt. Aber mehr als das wird Rutte der Ukraine nicht geben. Die Ukraine ist der NATO näher als je zuvor und wird diesen Weg fortsetzen, bis sie Mitglied unseres Bündnisses ist.
Und er wird auch nicht die Forderung der Ukraine erfüllen, westliche Langstreckenwaffen gegen militärische Ziele in Russland einsetzen zu dürfen, Selenskyj mahnt. Deshalb brauchen wir eine ausreichende Menge und Qualität von Waffen, einschließlich Langstreckenwaffen. Eine Entscheidung, die meiner Meinung nach von unseren westlichen Partnern verzögert wird. Die Ukraine ist unter Druck an der Front. Am Mittwoch muss sie sich aus dem strategisch wichtigen Ort Wuhledar im Donbass zurückziehen. Es fehlen Männer. Einige wollen nicht kämpfen. So können erschöpfte Soldaten, die schon seit Kriegsbeginn im Kampf sind, keine Pause machen. Wir sind dabei, Ersatz zu mobilisieren, aber es reicht eben nicht. Ich weise darauf hin, dass der Feind in der Überzahl ist und wir in der Unterzahl. Die Ukraine muss gegen das größte Land der Erde kämpfen und fragt sich, wie. Und wir machen noch mal weiter mit Nachrichten und beginnen mit denen aus der Wirtschaft, Gundula. Ja, und das war an diesem Feiertag das Thema, das Vorhaben der EU-Kommission, Zölle auf Elektroautos aus China einzuführen. Morgen Vormittag soll darüber in Brüssel entschieden werden. Und am Abend zeichnete sich ab, dass Deutschland dagegen stimmen wird. Stefanie Barrett, kann dieses Veto die EU-Zölle verhindern? Klares Nein. Die Mehrheit der 27 EU-Mitglieder wird morgen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit für die EU-Zölle auf Importe chinesischer E-Autos stimmen. Aber das deutsche Veto wäre ein starkes und auch nachvollziehbares Zeichen der Bundesregierung. Sie stellt sich damit klar hinter die deutsche Automobilwirtschaft, die eben wie kein anderes europäisches Land auch selbst betroffen sein wird von den Zöllen. Denn China ist nicht nur größter Absatzmarkt für deutsche Fahrzeuge, sondern auch größter Produktionsstandort für deutsche E-Autos. Und wenn diese Fahrzeuge nun in die EU verkauft werden, dann fallen künftig saftige Zölle an. Das verteuert deutsche Autos zusätzlich und schwächt natürlich ihre Wettbewerbsfähigkeit. Handelskonflikte sind ja immer eine enorme Belastung, die eigentlich alle Seiten vermeiden wollen. Völlig richtig. Doch Fakt ist, China hat seine Autofirmen exzessiv subventioniert mit Krediten, Grundstücken und Rohstoffen weit unter dem Marktpreis, ihnen damit erhebliche Preisvorteile verschafft. Und an dieser Stelle mal klare Kante zu zeigen und mit Zöllen ein großes Stoppschild aufzustellen, ist richtig. Und tatsächlich haben die Androhungen der EU ja bereits Wirkung gezeigt. Peking hat immerhin signalisiert, Mindestpreise und Höchstmengen zu verhandeln. Denn Chinas Wirtschaft schwächelt und braucht Europas Märkte. Ende Oktober sollen die Zölle greifen. Bis dahin steht die Tür noch offen für eine Verhandlungslösung. Vielen Dank, Stefanie, für die Einschätzung. Mehrere Fußball-Bundesligisten haben am Abend in internationalen Wettbewerben gespielt. In der Europa League gewann Hoffenheim gegen Dynamo Kiew 2:0. Und in der Conference League der erste FC Heidenheim gegen Olympia Ljubljana 2:1. Wichtige Personalentscheidungen hat Fußball-Bundestrainer Nagelsmann bekannt gegeben für die nächsten Nations League-Spiele. Nominierte er drei Rückkehrer, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger und Torhüter Janis Blaswig, Stammtorwart. Für die WM26 soll aber der derzeit verletzte Marc-André Ter Stegen bleiben. Dazu ein Neuling und Spätstarter, Tim Kleindienst. Der 29-jährige Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach soll den verletzten Niklas Füllkrug ersetzen. Für ihren Einsatz für Gerechtigkeit werden in diesem Jahr Aktivisten aus verschiedenen Weltregionen mit dem Right Livelihood Award geehrt. Das gab die Stiftung gleichen Namens bekannt. Der sogenannte Alternative Nobelpreis geht unter anderem an das britische Forschungsprojekt Forensic Architecture, das Umwelt- und Menschenrechtsverbrechen aufklärt, geleitet von einem britischen Israeli. Der freute sich, dass einer der Mitpreisträger ein Palästinenser ist, Isha Amro, der für seinen gewaltfreien Widerstand gegen die israelische Besatzung geehrt wird. Und zum Schluss nimmt Claudio Armbruster uns mit in den Iran. Und zwar in einen Iran, den wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Es geht um Gugush, die Pop-Ikone des Landes, die in den 60er und 70er Jahren leicht bekleidet und auf Englisch, Französisch und Persisch singend das iranische und internationale Publikum begeisterte. Dann kam die Islamische Revolution mit Gesangsverbot und Hausarrest. Gugush lebt heute im Exil und ist immer noch eine mächtige Stimme ihres Landes,
auch dank eines Dokumentarfilms, der heute auf dem Hamburger Filmfest Premiere hat. Wer aus dem Iran kommt oder wer den Iran kennt, der kennt Gugusch. Gugusch, bereits vor Madonna, Beyoncé, Cher und allen anderen waren sie schon ein Mega-Popstar. Der größte Popstar ihres Landes und eine Kulturikone, die zum Schweigen gezwungen wurde und die heute umso lauter kämpft. Iran wird allein durch die Hände seiner eigenen Kinder befreit werden. Frau, Leben, Freiheit. Ihre bewegte und bewegende Geschichte erzählt jetzt ein Dokumentarfilm. Gugushs deutsche Stimme darin, Iris Berben. 1950 wurde sie in Teheran geboren und zum Kinderstar. In Filmen und auf der Bühne erfolgreich, in vielen Sprachen auf der ganzen Welt. Bis 1979, dem Jahr, in dem Khomeini kam und sich alles änderte. Ein Jahr zuvor wurde im Iran die Regisseurin geboren, die diesen Dokumentarfilm gemacht hat. Obwohl während meiner Kindheit das alles mit Musik, egal westlich oder iranische Musik, plötzlich ein Tabu war, eine Sünde war, für mich war Gugusch jemandem, die gestrahlt hat, gezeigt hat, wie eine iranische Frau sein kann. Der Iran wurde ein anderes Land. Trotzdem kehrte Gugusch zurück aus den USA in ihre Heimat. Man sagte mir, wenn du zurückkehrst, werden sie dich töten. Man hängt dich auf. Sie brachten sie anders zum Schweigen, Berufsverbot und Hausarrest, 21 Jahre lang. Das war eine Zeit, die ich überstehen musste. Und von da an dachte ich, dass ich nichts Künstlerisches mehr mache. Ich habe mich in einen durchschnittlichen Menschen verwandelt. Für 21 Jahre. Bis ihr im Jahr 2000 die Ausreise gelang. Und ihr legendäres Comeback. In Toronto, Kanada. Vor 12.000 Menschen. Man sah einfach eine Diva, schon ein bisschen gebrochen, ein bisschen klein gemacht. Sie war eine von uns. Ich durfte auch nichts machen. Ich fühlte mich auch in Hausarrest. Und doch sah man, wie sie noch mal strahlen kann. Meine Hoffnung ist, dass eines Tages Freiheit und Freude in meine Heimat zurückkehren. Freiheit und Freude, dafür kämpft sie. Mit ihrer Stimme, ihrem Ruhm und all ihrer Strahlkraft. Gugusch läuft ab dem 10. Oktober im Kino. Hier geht's jetzt weiter mit Hannes Jänicke und seinem Einsatz für Erde. Darin untersucht er Schadstoffe in unseren Böden. Und um 0.20 Uhr gibt es hier wieder eine Heute Express. Ihnen einen angenehmen Abend und bis morgen. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Viel Regen gibt's in der Alpenregion, aber auch hier in Norditalien. Und diese Feuchtigkeit vom Mittelmeer, die schafft es auch über die Alpen und bringt südlich der Donau vor allem kräftigen Regen an den Alpen vor allem. Und Sie sehen auch hier in Weiß, über den Alpen, da schneit es. Ansonsten setzt sich dieses Hoch hier allmählich durch und das Wetter wird leicht ruhiger. Schauen wir auf die Nacht. Und da regnet es im Süden an den Alpen generell hier südlich der Donau kräftig. Auch nach Osten hin ist Regen dabei mit vielen Wolken. Nach Nordwesten hin hier an der See vor allem aufgelockert und sternenklar. Bei Tiefstwerten dort um die 10-Grad-Marke hier generell an der See, auch Richtung Ostsee. Deutlich kühler am Alpenrand mit 4 Grad und am kühlsten hier im Nordwesten mit 3 Grad.
Ja, und morgen setzt sich der Regen am Alpenrand weiter fort. Das Ganze dauert bis Samstag früh an mit dem kräftigen Regen. Und auch hier in den östlichen Mittelgebirgen schüttet es. Sonst aber im Nordwesten viel Sonnenschein und nur wenig Wolken. Bei höchsten Temperaturen bis zu 16 Grad im Nordwesten, auch Richtung Schleswig-Holstein. Am kühlsten am Alpenrand bei 7 Grad. Die nächsten Tage am Samstag gibt es noch den Regen. Der lässt dann allmählich im Tagesverlauf nach im Nordwesten. Sonniger, teils neblig, 9 bis 17 Grad. Sonntag noch ruhig von Südwesten Regen und am Montag auch im Westen Regen, aber spürbar milder. Einen schönen Abend.